Hallo meine Lieben, hallo liebe Skorpione, herzlichen Glückwunsch zu eurem Geburtstag und überhaupt vielen herzlichen Dank an euch alle, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, die Zeit rast, wir haben jetzt schon wieder November und das ist nun die Zeit des Skorpions. Wenn wir an Skorpion denken, dann denken wir an tiefe Gefühle, tiefe Leidenschaften, tiefe Themen, die uns berühren. Und wir hatten eine Besonderheit, eine astrologische und astronomische Besonderheit jetzt im Oktober gehabt, und zwar zwei Neumonde. Ende Oktober gab es den Neumond im 8. Grad Skorpion. Da durften wohl die ein oder anderen Themen, unterbewussten Sachen an die Oberfläche gespült worden sein für den einen oder anderen. Wenn das der Fall ist, dann ist das gut, denn so werden die Dinge auch sichtbar für uns, damit Veränderung im Inneren anfängt und sich manifestiert wo? Im Außen. Also, schön, dass ihr da seid und viel Spaß mit euren Tendenzen. Ich habe euch Rosen heute gekauft und keine andere Blume auf dieser Welt symbolisiert so sehr für mich das Zeichen des Skorpions. Die Rose hat die ganze Leidenschaft, hat das ganze Feuer drin, die Liebe, aber auch den Stachel natürlich, ne? Also, keine schöne rote, wunderbar duftende Rose ohne den berühmten Skorpionstachel, um es mal so zu sagen. Und außerdem, Skorpion steht ja auch für eine tiefe Sexualität, ein tiefes sexuelles Empfinden, aber auch wirklich mit der Tendenz aus dem Wurzelchakra, also aus dem unteren Energiebereich, hochsteigen zu lassen. Und so können wir auch Dinge in unserem Leben manifestieren, aber nichts geht auf dieser Erde ohne diese rote und feurige Energie. Also heute mit Rosen in diesem Video, in euren Videos zum Skorpion und zu allen anderen weiteren Sternzeichen. Hey meine lieben Löwen, so jetzt seid ihr dran. Hier habe ich die Zusatzkarten für euch. Wenn du im deutschsprachigen Raum lebst, Österreich, Schweiz, Deutschland oder so, oder du einfach wirklich sehr, sehr deutschsprachig, wie auch immer, einfach dich sehr, sehr verwurzelt fühlst, obwohl du vielleicht gerade in einem anderen Land lebst oder so und dich wirklich auch das deutsche Video echt anzieht, dann ist das natürlich etwas, was auch mit dir eher resonieren könnte, als ist das andere, vielleicht auf englischer Sprache oder in Polnisch oder wie auch immer. Ja, da müsst ihr halt auch eurer Intuition vertrauen, Löwe. Eurer Intuition vertrauen und genau. Es ist halt eine ganz allgemeine Legung für euch alle, meine Lieben, gell? Das kann also erstaunlich oft resonieren, ne? So habe ich das ja auch erfahren, auch mit den Legungen, die ich ja dann auch so selber verfolge. manchmal ist es auch der Aszendent und das Mondzeichen, was nochmal besser resonieren könnte. Und es kann aber immer so variieren, weil es wirklich generell ist für alle Löwen halt. Okay, dann schauen wir doch mal rein. Wir haben hier vom 1. bis zum 10. November haben wir in eurer Gesundheit und im Wellness-Zustand, wie geht es euch psychisch und physisch so? Ja, ganz allgemein, damit Bube Michael. Kann sein, dass du in einem kritischen Gesundheitszustand bist. Oder dein Partner, deine Partnerin oder jemand aus der Familie, aus dem Freundeskreis kritisieren dich, weil du vielleicht nicht genug auf deine Gesundheit achtest. Oder du kritisierst Ärzte oder so. Oder das Gesundheitssystem. Das kann es natürlich auch voll sein, ja? So, wie ist denn das für die, die wirklich mit gesundheitlichen Sachen, Risiken, Folgen oder so zu tun haben? Da haben wir eine Instabilität. Es geht darum, wenn du Schmerzen hast, dann hast du vielleicht an einem Tag Schmerzen, am nächsten Tag nicht und dann geht es wieder von vorne los, ja? Es ist einfach ein kritischer, instabiler Zustand, ja? Uff, ist das denn so schlimm? Also ja. Aber du kommst ja auch langsam aus dieser kritischen Phase raus, das sehe ich auch. Für alle, die da jetzt irgendwie gelitten haben. Wenn du alles gibst, ja, was du kannst gesundheitlich und wirklich dir Mühe gibst, dass das so weit nicht mehr kommt, dann hast du gute Chancen, dass es sich verbessern kann und dass du quasi auch einen verjüngenden Einfluss reinkriegst. Ne? Für alle, die wirklich nach der Gesundheit hier fragen. Dann haben wir im Job und in den Finanzen, hier werden auch wirklich Kräfte mobilisiert, um nach vorne zu kommen. Ja? Du bist wahrscheinlich sehr motiviert. Wie ist denn das mit dem extra Geld?
Ja, man bietet dir nicht extra Geld, mit dem Geld, Entschuldigung. Ja, ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen so, dass die finanzielle Lage nicht so richtig stabilisiert ist. Dass auch hier du irgendwie dich vielleicht nicht so ganz stabil fühlst, aber naja, ich würde nochmal eine Zusatzkarte ziehen. Ja, und dass vielleicht irgendwie diese Sicherheit nicht so ganz da ist, aber du dich auf Freunde oder auf Arbeitgeber und auf Leute, die dir helfen, echt verlassen kannst. Bei denen es mit der Gesundheit zu tun hat, können sich halt irgendwie auf Gelder verlassen, die dann kommen, damit ihr halt euch entweder was aufbauen könnt im Beruf. Das ist für die einen so, wenn du studierst oder so, dann bekommst du auf alle Fälle Geld, um halt über die Runden zu kommen und sowas. Und du hast wirklich die Chance, hier beruflich weiterzukommen. Du hast die Chance, beruflich weiterzukommen. Ich glaube, das große Geld liegt hier so noch nicht. Ich habe das Gefühl, dass viele vielleicht von der Familie finanziert werden oder irgendwie unterstützt werden. Das könnte halt sein. Ja. Genau. Oder du fährst weg zum Arbeiten, um deine Familie hier zu ernähren oder zu finanzieren. Das kann es halt auch sein. Also ich glaube, Geld ist schon vorhanden, aber es sieht jetzt nicht so aus wie so mega viel. Dann haben wir alles, was du nebenbei tust. Das ist alles kreative, künstlerische, aber auch Nebenjobs, wo du was dazu verdienen kannst. Oder karitative Arbeit, wo du selber spendest oder selber arbeitest unentgeltlich, ja? Und hier habe ich eine Kinderkarte. Es kann echt sein, dass viele wirklich die Familie finanzieren oder für die Familie einfach arbeiten. Oder ist es so, dass du hier kleines Geld, kleine Brötchen so dazu verdienen kannst, wo du auf jeden Fall noch so die allgemeine Kasse stabilisieren kannst? Vielleicht bist du auch ein Student, der irgendwie so Kunst studiert oder irgendwie kreativ wirklich sich da weiterbildet, oder es ist eine Weiterbildung, die du machst, für die du auch Geld bekommst oder Geld verdienst. Und das Geld kannst du auch bekommen, weil du kommst hier weiter, ja? Ich glaube, viele lernen wirklich und viele studieren auch, die hier das Video anschauen. Ich glaube, jetzt nicht jeder, aber ich denke, könnte mir vorstellen, dass einige. Also einiges, so kleines Geld liegt mir hier schon. Ich glaube, es langt auf jeden Fall zum Leben. Wenn du natürlich keine Geldprobleme hast, dann geht es vielleicht echt um eine Weiterbildung oder um Familienthemen. Das kann es natürlich auch voll sein. Oder dass du halt Familie und Beruf versuchst, hier unter einen Hut zu bringen und es dir auch gelingt. Ja, das gelingt nämlich hier auch. Okay, für alle, die karitativ sozial arbeiten, kann es sein, dass du halt dein Jugendliche oder Kinder unterstützt. Und es ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich glaube, mit manchen Kindern und Jugendlichen muss man ein bisschen geduldiger sein. Das sehe ich auch noch so. Okay, dann haben wir hier in der Liebe die Königin Michael. Ja, das kann eine eiskalte, kühle Frau sein. Was heißt eiskalt? Die weiß halt eigentlich auch, was sie will. Und die hat im Leben auch genug gesehen und irgendwie genug mitgemacht, um einfach auch eine Grenze zu ziehen. Das kann halt so eine sein, die dann halt kühl rüberkommt. Aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Ich glaube, wenn sie dann jemanden erwählt oder so, dann ist es auch wirklich mit Hand und Fuß, ne? Sowas kann man sich dann halt auch unter dieser Frau vorstellen. Die muss nicht immer eine Frau sein, das ist ja eine generelle Legung, das kann auch ein Boss sein, aber irgendwie, die kommt mir hier vor wie eine Blockade. Ich weiß gar nicht warum. Wer oder was blockiert denn dein Liebesleben? Kann es jemand sein aus der Familie oder irgendwie, vielleicht ist das irgendeine Erziehung, die du irgendwie mitgemacht hast, die dich immer noch blockiert. Ich sehe hier einfach eine Frau, die eher kühl ist, die irgendwie blockiert. Und wer ist das? Aber ja gut, wie sieht es denn hier für die Single-Damen aus? Du hast Angst, dass irgendwie Salz in alte Wunden kommt. Dann repräsentiert die Königin Michael dich, die wirklich auf Distanz geht hier. Ja, du hast, glaube ich, Angst, dich zu öffnen. Wie ist das, wenn du diese Angst heilst? Ja, ist es wirklich noch so, dass du da irgendwie sehr dran festhältst? Vielleicht ist da noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen, um das zu heilen. Das könnte wirklich für einige von euch Löwinnen der Fall sein. Wie ist es denn für die Single-Herren? Ja, ich wollte. Weißt du, ich glaube, es geht bei dir eher ums Arbeiten und darum, irgendwie den Sinn des Lebens zu erfüllen durch Arbeit eher. Und noch nicht an der Zeit auch, um die richtige Frau zu finden. Ich glaube, kann auch sein, dass das vielleicht eine Dozentin oder eine Lehrerin oder irgendwie jemand anders ist, der das jetzt erstmal blockiert, wo vielleicht zuerst was anderes kommt als die Liebe.
Ein bisschen flirten wirst du aber schon. Das sehe ich dann schon hier. Also ganz so kühl und abgebrüht ist das jetzt hier nicht in den ersten 10 Tagen, ne? Okay. Wie ist denn das für die Gebundenen? Ja, genau dieselbe Karte wie für die Single Ladies. Also ich arbeite hier mit dem Dorian Virtue Erzengel Tarot. Das sind diese Karten. Das ist aufgebaut auf den traditionellen 78 Tarotkarten, nur halt mit Engelbildern. Dann ist das hier das Rider-Waite, das klassische Tarot-Deck. Und das sind meine Tarotkarten, die habe ich selber gestaltet. Und die haben alle verschiedene Themen. Die Stabkarten, das sind ja so Bauern eigentlich und Arbeiter. Und das sind jetzt bei mir zum Beispiel so amerikanische Farmer und Cowboys und sowas. Und das ist jetzt hier der Hintergrund. Und das ist jetzt hier die Wanda Jackson, ne? Das ist eine Musikerin, Sängerin halt. Und das ist aber auch die 9 der Stäbe. Und hier haben wir aber auch die 9 der Stäbe. Viele von euch wahrscheinlich haben auch echt Angst, sich zu binden, sich zu öffnen, einfach und versteinern irgendwie so und blockieren sich, stehen sich vielleicht selbst im Weg. Ja? Entweder es sind wirklich Leute, die das irgendwie blockieren, weil zuerst andere Dinge kommen als die Liebe. Das kann es halt sein. Eine Autorität ist das hier auch. Oder ist es wirklich so, dass ihr selber diese Kühle ausstrahlt, weil ihr im Grunde Angst habt? Was könnt ihr denn die Paare tun? Ich glaube, ihr kommt aus diesem Zustand auch langsam raus. Ja. Aber ich glaube, das dauert schon wieder ein bisschen bei euch. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen Geduld haben. Das sehe ich schon. Okay, dann Leute in eurer Umgebung sind belastet. Ah ja, das passt ja auch zu unseren 9 Stäben. Also die sind belastet, vielleicht voller Arbeit, vielleicht ist einfach sehr viel Arbeit hier einfach, ja, insgesamt. Oder belastet halt emotional, und das haben wir ja auch so gesehen. Die Leute irgendwie, die arbeiten einfach sehr viel oder haben einfach sehr viel um die Ohren. Das können Freunde, Familienmitglieder sein, aber auch euer Partner, ne? Manchmal passt die Karte auf der Position sehr gut zum Rest und dann deute ich die gerne mit. Dann haben wir hier vom 10. bis zum 20. in der Gesundheit 5 Ariel. Oh, 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 da kommst du nochmal in die Krise rein, ja. Also diese Instabilität von da, die geht hier leider weiter. Für alle anderen, die keine gesundheitlichen Probleme haben, kann das wirklich eine seelische Krise sein. Oder ein Gefühl von Armut und sich arm fühlen. Na, da können wir gucken, ob das Hand und Fuß hat oder ob das nur so Gefühle sind. Das ist ja manchmal nochmal verschieden, ob man sich nur so fühlt oder ob es auch tatsächlich irgendwie einen Grund hat. Oh ja, Job und Finanzen, 6 Raphael, das sehe ich schon wieder, Kinder. Ich glaube, viele von euch zahlen für Kinder oder geben alles für die Kinder und haben am Ende nichts mehr für sich übrig. So. Das kann so ein bisschen sein. Oder geben einfach, oder arbeiten halt einfach mit Kindern. Ne? Aber wie ist denn das mit den Finanzen? Du bist voller Tatendrang, deine Finanzen hier zu verändern oder halt voranzutreiben. Und das ist super, weil du bist wirklich total dynamisch. Ich glaube, du bist hochmotiviert, was deine Finanzen angeht. Und du wirst auf jeden Fall das Problem lösen und auf jeden Fall besser dastehen als davor. Also es wird dir gelingen, was du auch da immer halt vorhast, um es zu verbessern. Es sieht wirklich schöner aus hier. Es sieht gut aus. Es ist auch nicht wirklich schlecht mit den Finanzen bei euch, ja? Es ist jetzt halt nicht so, dass das mega viel ist, aber ich glaube, es ist so, dass ihr genug habt zum Leben und euch da auch keine Sorgen macht. Wobei vielleicht für die einen oder anderen das ja auch so ein bisschen die Sorge sein könnte, ja? Aber schauen wir doch mal hier in den Bereich rein. Ich will nochmal eine Karte für die Finanzen haben. Ja, ja. Es können trotzdem immer noch so ab und zu ein paar Blockaden sein. Und ihr müsst halt immer wieder irgendwie das Problem lösen. Weißt du, mir kommt es so vor, als würden hier auch viele Alleinerziehende schauen. Also auf die Idee bin ich das erste Mal jetzt gekommen übrigens. Ich komme nicht immer auf so Standardideen, sondern immer nur so, wie es mir gerade reinkommt. Und mir kommt gerade rein, vielleicht bist du ja alleinerziehend, ne? Für manche von euch. Für alle anderen geht es vielleicht um andere Themen, was dann auch blockieren könnte und wo die Finanzen halt auch so... Für alle anderen, glaube ich, seid ihr frei, wirklich euren Weg zu gehen und geht den auch. Ne? Auch wenn ihr vielleicht dann manchmal oder am Anfang es nicht so viel verdient wird, das könnte halt sein. Oder, also ich glaube, für die irgendwie wirklich frei sind, echt ihr Ding zu machen, wird es auf jeden Fall ausreichen. Und für alle anderen auch, aber es ist dann halt irgendwie noch so mehr Arbeit. Das würde ich halt auch noch da so reininterpretieren.
Okay, dann haben wir hier in den Projekten Ass Michael, du klärst gerade, was du als nächstes tust. Ich glaube, du klärst gerade, wie du am besten arbeitest, was du weglässt und was du weitermachst und was das Beste wäre für dich. Das kann auch Lernen sein und sich auf eine Prüfung vorbereiten, gell? Extra Geld. Oh, und hier kannst du auch wirklich extra Geld verdienen, wenn du das möchtest. Kann sein, dass dir ein Auftrag irgendwie reinkommt oder ein guter Job. Und zwar ein guter Deal eigentlich. Sieht gut aus. Kann auch sein, dass du mit Ausländern arbeitest hier. Oder sonst wie irgendwie Kontakt zur Welt hast, ja? Das kann auch sein. Dann haben wir hier in der Liebe 6 Ariel. Oh, das kann gut sein, dass vielleicht der Partner dir auch hilft finanziell, weil er sieht, oh, da ist ganz schön viel am Kämpfen auch ein bisschen. Und, oder weiß ich nicht. Also irgendwie liegt mir hier Geld. Es kann auch wirklich so ein Geldgeschenk sein oder jemand leiht dir auch Geld. Oder jemand ist einfach sehr, sehr großzügig zu dir und lädt dich halt zum Essen ein und sagt halt, komm, ich lade dich jetzt ein. Ja, das kann es auch sein. Und sieht schön aus als allgemeine Karte. Wie ist denn das für die Single Damen? Ja, du bist sehr flirtfreudig. Sehr flirtfreudig. Oder wenn du lesbisch bist, dann ist das wirklich eine ganz heiße Dame, die dir da irgendwie entgegenkommt. Münzkarten sind auch wirklich Sinnlichkeit und Genuss. Gell? Und es kann auch echt sein, dass du dich mit der befreit fühlst und so. Und da ist aber trotzdem noch irgendein Zweifel. Für manche kann das auch wirklich Neid sein auf eine andere Frau. Ne? Das kann es noch ein bisschen sein. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Würdest du den Partner jetzt finden? Ich glaube, du kritisierst dann noch viel mehr irgendwie die Umgebung oder dich oder irgendwie die Umstände. Ich glaube, da brauchst du noch Zeit. Wie ist denn das für die Single-Herren? Angst, ja. Ich glaube, du genießt dein Leben schon in vollen Zügen, hast aber eigentlich Angst vor was Näherem. Dann für die Paare. Was soll das sein? Aha, man genießt wieder das Leben vielleicht viel, viel mehr. Oder der Mann, der gibt sein Geld für irgendjemand anderen hier aus. Das kann es halt auch sein. Vielleicht hängt auch der Haussegen hier schief. Wegen den Finanzen, das kann gut sein. Oder weil nämlich, wir haben schon wieder die Königin Michael. Das ist auch die Königin Michael. Das sind meine Karten, ne? Madonna ist für mich die Königin der Schwerter oder Königin Michael. Für mich ist diese Frau, die macht zwar Kunst und Musik, aber eigentlich ist Madonna alleinstehend, oder? Auch wenn die eigentlich Kinder hat oder mal verheiratet war. Aber irgendwie Madonna ist für mich so eine Alleinstehende. So eine coole Allein... So eine coole Sau, Madonna. Ne? Madonna ganz cool. Aber sie ist halt... Sie steht halt ihre Frau und macht alles allein eigentlich. Ne? Ja, sie polarisiert halt auch und alle. Das ist das, was Madonna darstellt, finde ich. Ne? So. Ja, du bist halt kühl vielleicht einfach in dieser Partnerschaft. Du bist in dieser Partnerschaft irgendwie kühl. Und an dich ist halt nicht ranzukommen. Und ich glaube, das könnte das Problem sein halt. Vielleicht solltet ihr mal so... Wie ist denn das, wenn ihr mal versucht, das Ding zu lösen? Vielleicht sollte diese Ehe auch eigentlich nicht mehr sein oder so. Für manche von euch, ja? Für manche von euch. Nicht für alle. Okay? Die Leute in eurer Umgebung, 2 Raphael, eigentlich könntest du auch neue Partner hier treffen, meine Liebe, mein Lieber. Das wäre im Rahmen der Möglichkeit, weil da sind wirklich flirtfreudige, liebe Menschen. Und da könnte man eigentlich sich verlieben. Wenn nicht der Selbstzweifel und sowas wäre, ja. Es kann auch vielleicht wirklich wie eine Nebenbuhlerin hier auch noch sein, auch gerade bei den Single-Frauen. Das sehe ich halt schon noch so vielleicht. Ja. Aber nicht für jeden wieder, ja? Das ist immer allgemein. Gut, liebe Löwen, jetzt haben wir hier oben, haben wir in der Gesundheit und sowas und im Wellness 3 Michael, oh, Herzbruch, vielleicht Traurigkeit. Vielleicht, wie ist denn das für die, die wirklich gesundheitlich angeschlagen sind? Oh Gott. Ja, da hast du es dir vielleicht entweder selber angetan, vielleicht selber wirklich irgendwie selber irgendwie nicht gut mit dir umgegangen hier. Und da kriegst du jetzt die Quittung im Leben dafür, für das Verhalten. Das kann Karma sein. Es ist auch eine Sucht, Leute. Manchmal ist es auch wirklich eine Sucht der Teufel. Das ist, bitte schau für dich irgendwie, dass du keine anderen Leute damit reinziehst.
Und schau, wie du dich selber da rausholen kannst. Weil das tut dir nicht gut, du bist traurig und depressiv und ist alles furchtbar. Wie ist denn das, wenn du dir Hilfe holst? Ja, wenn du dir Hilfe holst, wird das alles viel, viel schöner. Vier der Stäbe ist die schönste Karte. Eine tolle Karte, ich liebe die Karte. Ohne Ende, ich liebe die Karte echt. Ich hatte die Karte mal in einer Phase in meinem Leben, wo ich absolut glücklich war. Das war super. Vier der Stäbe ist die schönste Karte. Das ist Flirten, das ist sich selbst lieben, andere lieben. In einer Wohnung wohnen, wo man Zugang zum Hof, zum Garten hat irgendwie. Ständig die Mädels da, ein Arbeitsklima, wo nur lustige Leute waren. Die Vier der Stäbe ist die geilste Karte. Hol dir echt Hilfe und bitte, du kannst dich da aus dem Scheiß selbst befreien. Hast dir vielleicht selber weiß ich nicht, weil sorry, aber weil da sind nur negative Karten und so viel Pech mit anderen Leuten kann kein Mensch haben. Ne? Ist das, was ich sehe, so. Finanzen und sowas haben wir König Gabriel. Ja. Das ist auch ein Feuerzeichen. Das kann auch ein Löwe sein oder ein Widder oder so. Oder ein Schütze. Oder es kann ein Chef sein oder das bist du, ja? Schauen wir mal. Wie ist denn das mit den Finanzen? Ja, Butter bei die Fische. Ja, es ist schon wieder schwierig eigentlich mit den Finanzen. Da gibt es nichts zu feiern bei den Finanzen. Nee, weil die Karte liegt auf dem Kopf. Schwierig. Hol dir Hilfe. Es gibt bestimmt Hilfe, weil die Leute sind auch froh, wenn sie helfen können teilweise. Die, die du treffen kannst, ist ganz cool. Ist wirklich okay. Ja? Sicher Hilfe holen. Ganz sicher Hilfe holen. Bitte Hilfe holen. Und zur Not schreibst du mir eine E-Mail. Wirklich zur größter Not. Ne? Kostet zwar Geld, meine Legung, aber wer wirklich total am Arsch ist, der darf mir gerne eine E-Mail einfach schreiben. Okay? Okay. Nicht für alle. Es gibt auch noch einen Aszendenten, noch ein Mondzeichen, Leute. Noch 1000 andere Planeten im Horoskop und außerdem noch polnische und englische Videos. nee, aber das ist schon so, wenn man sich ernsthaft zu einem Film hingezogen fühlt auf YouTube, dann resoniert es mal oft, ja? Nicht für jeden, aber oft. Okay. Gut, meine Süßen. Mhm. Hilfe holen, das Einzige, was mir hier kommt. Gut. Nebenjobs. Du verlässt eine Situation, ja? Warum? Weil dir vielleicht die Kraft fehlt, das Selbstbewusstsein fehlt, alles irgendwie fehlt. Dass dir das Vertrauen dir irgendwie fehlt. Oder du gerade Vertrauen hast und einfach gehst. Und einfach wie so nichts tust hier so richtig. Das kann auch sein. Warte ab und meditiere. Und es ist eine Schutzkarte. Die Hohepriesterin ist eine Schutzkarte. Ja, vielleicht läuft da einfach nicht so viel für dich. Und für alle anderen jetzt, die jetzt gesundheitlich nicht so krasse Brocken haben. Ja, da kann es auch einfach Liebeskummer sein, meine Lieben. Nicht alle sind jetzt wirklich so mit Teufel, sondern es ist auch einfach wirklich Liebeskummer bei manchen. Oder einfach Kummer als solches, ja. Kann ja verschiedene Sachen haben. Ich habe ja hier auch so für die Singles, Single-Ladies und so ein bisschen Traurigkeit und vielleicht Depri-Stimmung, okay. Wie ist denn das mit extra Geld? Ja, du kommst in eine Balance und das ist doch wunderschön. Du kommst in eine Balance. Hier kannst du vielleicht noch was dazu verdienen, was dir eine Balance gibt zwischen Geld und Work-Life-Balance und so. Ja? Und meditiere auch mal. Das ist die Mäßigkeit, heißt Heilung. Du kannst vielleicht eine Heilung erfahren durch dein Kunstwerk, durch deine Hobbys, ne? Durch Meditation, ey, meditiert. Wenn ihr meditiert, was ist denn, wenn ihr meditiert? Ja, kommt hier wieder in eine Stabilität, wenn ihr meditiert. Auch schön. Die Liebe, der Frieden, etwas geht zu Ende. Vielleicht, wie ist denn das für die Gebundenen, Verheirateten. Ich sehe bei manchen, dass es entweder die Ehe vorbeigeht und ihr dann euch befreit und gut fühlt und eine neue Liebe hier leben könntet. Oder noch viel cooler, also auf jeden Fall, die Zusatzkarten sind ja total positiv. Das heißt, ihr könnt schon euch glücklich fühlen in der Liebe. Vielleicht findet ihr neue Partner oder ihr transformiert etwas. Vielleicht hörst du auf, hier so kühl zu sein und heilst deine Wunden, der Partner hier auch, für alle anderen auch. Es kann sein, dass vielleicht ein negativer Zustand hier oder Geisteszustand oder psychischer Zustand oder sonst wie Zustand einfach beendet wird und ein natürliches Ende erfährt. Vielleicht ist es auch beruflich hier schwierig gewesen, ja. Und du kannst hier wirklich
wieder die Liebe neu leben und feiern. Das kann in der bestehenden Partnerschaft sein, weil nämlich die Partner sich weiterentwickelt haben und es hier wirklich etwas Negatives zu Ende geht und ihr hier glücklich seid wieder. Oder ihr merkt, ihr müsst euch trennen einfach, aber das werdet ihr auch wahrscheinlich auch hier schon gemerkt haben oder schon dann zum Zeitpunkt, wo ihr das Video schaut. Auf alle Fälle ist da eine Befreiung und ist da wirklich was Neues in Sicht hier. Und es geht relativ schnell. Ja, ihr wollt einfach genießen und das Leben wieder leben und spüren. Das sehe ich halt vor. Wie ist denn das für die Single-Damen? Du kommst langsam aus dieser Traurigkeit, aus dem Depri-Zustand raus. Für die Paare oder sowas kann das auch erstmal hier Trauer sein, aber eigentlich sehe ich viel mehr, dass ihr euch dann irgendwie auch schon wieder bespaßt oder bespaßen lasst, wie auch immer. Was auch diese Transformation und diese Beendigung auch sein soll, ja, das ist für jeden wieder anders. Die Single Ladies, langsam kommst du aus der Trauer raus, aber das geht nur langsam. Du denkst schon hier noch an jemanden und vor allen Dingen ist es eine unerwiderte Liebe, das ist das Problem, okay. Für die Single Herren. Geht es um Arbeiten und um Weiterbildung? Ich glaube, du arbeitest einfach unheimlich viel, ne? Oder für viele ist es eine Prüfung. Hast du denn eine Chance, noch jemanden kennenzulernen? Sonst wird es knapp. Ja, aber später in Zukunft, nicht so sehr jetzt, ja. Für die Zukunft wird es hier keine Partner so geben. Das ist nicht das, was ich sehe. Ja, ja. Na, da geht es um andere Sachen bei dir vielleicht eher, ja? Okay, Leute in deiner Umgebung, die wichtig sind, schon wieder König Michael. Ich weiß auch nicht, mir kommt es so vor, als wären manche echt in der Prüfung. Weil hier haben wir wirklich in der Liebe eine blockierte Königin Michael blockiert. Und der da ist hier schon wieder, das sind für mich wie so, das sind oft studierte, intelligente Leute, so die irgendwie oft so Prüfer oder Dozenten oder irgendwelche Leute sind halt, ja, die dich irgendwie wie so streng behandeln. Ja, und das vielleicht auch erstmal Vorrang hat hier, das könnte halt echt gut sein. Das können auch Berater sein, Finanzberater, irgendwelche Berater, die dir vielleicht helfen, deinen Zustand hier zu stabilisieren. Für alle, die echt in der Krise stecken und für alle anderen, die halt blockiert sind, wo es erstmal um was anderes geht, wird der Zustand aber auch nicht so schlimm sein. Ne? Ich habe es ja hier unterschieden, welche Karten ich da extra genommen habe. Meine lieben Löwen, ne? Kopf hoch, danke, ciao. Ich mache auch persönliche Beratung. Wenn du so eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen möchtest, dann reicht es einfach, mir eine E-Mail zu schreiben. Die E-Mail-Adresse, die steht hier unten im Text. Ich beschäftige mich schon sehr viele Jahre mit den Karten, mit der Numerologie, vergleiche gerne mit der Astrologie, mit dem Human Design. Einfach immer nur so, dass es wirklich dir persönlich echt individuell dient in deiner Situation. Aber schreib mir doch einfach und wenn nichts ist, dann freue ich mich total, dass du die schöne Atmosphäre hier im Herbst genießt und auch noch darüber hinaus und wieder einschaltest. Und vielen Dank fürs Abonnieren, fürs Liken und fürs Teilen. Da hilfst du mir sehr mit und du bist immer informiert von mir.